Gleichschritt auf dem Roten Platz. Mit einer Militärparade feiert Russland den Sieg über Hitler-Deutschland. Man zeigt, was man hat. Auch wenn der Großmachtruhm verblasst, selbst viele Jahre später ist der Siegestag ein großer Tag. Für Russland und für Olga Fjodorowna. Die gute Jacke holt Olga Fjodorowna nur einmal im Jahr aus dem Schrank. Immer in der ersten Maiwoche, wenn es Zeit ist, die Orden zu polieren. Mit Zahnputzpulver macht Olga Fjodorowna das, damit sie zum Siegestag schön glänzen. Dieser hier mit dem Stalin drauf ist ihr besonders lieb. Das Recht war mit uns, steht da. Wir haben gesiegt. Für den Sieg über Deutschland, dann der mit Lenin, die Orden von General Zhukov und die Medaillen da, die sind alle für Verdienste im Krieg an der Front. Und warum hängen auf der einen Seite mehr als auf der anderen? Das gehört so. Ich habe schon zwei mehr rübergehängt, wegen des Gleichgewichts. Aber das ist gegen die Regeln. Eigentlich müssen die auch dahin. Olgas Mann hatte noch mehr Kriegsorden. Seit seinem Tod lebt sie mit ihren Erinnerungen. 17 war sie, als sie in den Krieg zog. Den Teller mit ihrem Porträt hat sie bei einem Jubiläumstreffen der Kriegsveteranen bekommen. Das ist auch schon wieder 30 Jahre her, sagt sie. Zu Sowjetzeiten hatten Kriegsveteranen eine ganz besondere Stellung. Sie waren die Helden der ganzen Nation. Früher gab es Exkursionen für uns Kriegsveteranen. Nach Leningrad, nach Rybinsk, nach Jaroslawl. Überall hat man uns empfangen, hat uns die Stadt gezeigt. Aber dann kam die Perestroika. Dann brauchte uns niemand mehr. Und heute hat man uns vergessen. Nur einmal im Jahr erinnern sie sich. Es leben auch kaum noch welche von uns. 86 Jahre ist Olga Fjodorowna jetzt. Herrje, alles ist angebrannt. Übers Erzählen hat Olga Fjodorowna ganz den Kuchen vergessen. Das kommt davon, wenn man mit den Gedanken woanders ist. Wie spät ist es denn überhaupt? Das Häuschen am Hang hat Olga Fjodorownas Vater noch gebaut. Es steht in Sotschi im russischen Süden. Nach Kriegsende war die ganze Familie hierher gezogen. Heute lebt nur noch Olga hier. Der Blumengarten ist ihr Stolz. Seit dem Tod ihres Mannes ist Olga allein im Haus. Besuch bekommt sie nicht oft. Aber nicht nur deshalb ist sie heute aufgeregt. Olga Fjodorowna hat Reisefieber, denn bald geht sie auf große Fahrt nach Moskau zur Siegesfeier. Natürlich bin ich aufgeregt. Und wie? Ich war 20 Jahre nicht mehr dort. Ins Bolschoi-Theater möchte ich. Und wenn es keine Theaterkarten gibt, dann wenigstens einmal in den Saal. Das haben wir immer so gemacht früher. Man fuhr nicht nach Moskau, ohne ins Theater zu gehen. Und an die Kremlmauer, da will ich auch hin. Dort sind alle begraben, alle meine Heiligen. Sie verstehen das nicht, sie sind bestimmt böse mit mir deswegen, aber für mich sind sie Heilige. Gagarin, unser erster Kosmonaut. Auch Stalin liegt da, alle großen Männer. Das will ich so gerne noch mal sehen. Сталин там. И, конечно, мне это очень хочется посмотреть.
Auch Moskau hat seine Orden angelegt. Die ganze Stadt ist längst geschmückt für den großen Tag. 1945, in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai, hatten die Deutschen kapituliert. Und auch Jahrzehnte später bleibt der Siegestag einer der wichtigsten Feiertage für die Russen. Den Sieg von damals feiern sie bis heute als ihre Heldentat. Am Waldrand vor Moskau proben sie seit Wochen für den großen Tag. Genau so soll es am 9. Mai aussehen, bloß die Kulisse stimmt noch nicht. Auf den Roten Platz dürfen sie erst dann, wenn jeder Schritt sitzt. Stundenlang üben sie auf einem Flugplatz vor der Stadt. Immer dieselben Märsche. Auch das Limousinenballett will genau geprobt sein. In solchen Autos werden Verteidigungsminister und Moskauer Militärchef die Parade abnehmen. Beim allerersten Mal 1945 saß man noch auf Pferden. Aber die Choreografie war dieselbe. Olga Fjodorowna hat vor der großen Reise noch viel zu tun. Den Garten muss sie versorgen. 2 Wochen werden ihre Pflanzen ohne sie auskommen müssen. Gießen soll die Nachbarin. Olga hat ihr schon einen genauen Plan geschrieben. Aber Gießen allein reicht nicht. Ihr blüht ja schon, meine Guten. Und ihr habt schon kleine Gürkchen angesetzt. Ach, wie hübsch ihr seid. Wie Verwandte sind wir, sagt Olga. Meine Pflanzen sind meine Familie, meine Kinder. Die Reise nach Moskau wird für Olga auch ein Wiedersehen mit ihren Schwestern. Alle 3 sind sie über 80. Eine lebt seit Jahren in der Hauptstadt. Olga ist die Einzige, die im Krieg war, aber den Siegestag wollen sie gemeinsam feiern. Моя хорошая. Ну чё? Поздравляю вас. Dass Olga auf Reisen geht, hat sich herumgesprochen. Deshalb kommen die Nachbarskinder schon vorher, um ihr zum Siegestag zu gratulieren. Das schwarz-orange Ehrenbändchen heißt, wir danken den Veteranen. Rund um den Siegestag tragen es viele. In der Schule haben wir das vor kurzem erst durchgenommen, das mit dem Krieg. Also, es war Krieg und unsere haben gewonnen. Über Tante Olga wissen wir auch viel. Sie ist eine Heldin. Gleich nach der Schule ist sie an die Front. Stimmt doch, oder? Heute lachen die Kinder darüber, aber ich freue mich doch. Das gute Kostüm kommt zuoberst, damit es nicht knittert. Olga hat seit Ewigkeiten keinen Koffer mehr gepackt. Und seit Ewigkeiten war sie nicht mehr auf Reisen. Aufgeregt ist Olga und auch ein bisschen wehmütig. Denn sie wird lange weg sein von zu Hause. Olga wohnt in einem Vorort von Sotschi, am Schwarzen Meer. Ihre jüngste Schwester lebt ganz in der Nähe.
Die russische Regierung schenkt allen Veteranen zum Siegestag eine Reise. Sie dürfen auch eine Begleitung mitnehmen. Olga wird ihre jüngste Schwester am Bahnhof treffen und gemeinsam mit ihr im Zug nach Moskau fahren. Zum ersten Mal seit vielen Jahren in die russische Hauptstadt und wohl auch zum letzten Mal, sagt Olga. In Moskau proben sie noch immer die Parade. Diesmal ist schwere Technik dran. Auch Panzerfahrer müssen üben. Schon die Probe wird zum Spektakel. Denn geübt wird diesmal mitten in der Stadt. Über die Tverskaja rollen sie, Moskaus Prachtstraße. Langstreckenraketen, Panzer, schwere Geschütze. Jeder will seinen Schnappschuss. Der Krieg, der Sieg, die ruhmreiche Geschichte, allgegenwärtig ist das Thema und die Moskauer sind begeistert. Nach kritischer Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte sucht man vergebens, im Gegenteil. Jetzt zum Siegestag sind die Kinos voll mit Heldenfilmen über die glorreiche Sowjetarmee. Der große Vaterländische Krieg als Sternstunde der Sowjetgeschichte. Der Schauspieler Andrei Tschadow ist auf dem Weg ins Tonstudio. Auch er hat in einem Film über den Zweiten Weltkrieg mitgespielt. Sie haben gerade erst abgedreht. Ein Film so richtig nach seinem Geschmack. Weil er gut gemacht ist, weil ich ihm glauben kann. Der Story, den Rollen, weil ich mitleide mit dem Helden. Wissen Sie, wenn ich weinen kann, dann ist das ein guter Film. Dafür brauche ich kein Blut zu sehen, keine abgerissenen Beine, keine toten Kinder oder sowas. Davon hängt es nicht ab. Krieg ist immer ein schweres Thema. Erst recht, wenn es den eigenen Krieg betrifft. Den deines eigenen Landes. Andrei hat den eigenen Krieg gespielt, aber in ungewöhnlicher Rolle. Im Film Das Herz des Feindes spielt er Erik Lind, ein deutsches Fliegerass. Und ein guter Deutscher. Erik Lind lässt mitten im Krieg einen sowjetischen Gefangenen laufen. Aus Respekt. Denn der Gefangene ist selbst Jagdflieger. Erik und er haben sich am Himmel viele Kämpfe geliefert. Ein deutscher Soldat als positiver Held eines russischen Kriegsfilms. Das ist neu. Noch längst ist der Film nicht fertig. Im Tonstudio werden die Dialoge nachgesprochen. Na. Andrei fand das Drehbuch gleich gut, wegen der menschlichen Geschichte, sagt er. Es gab Leute, die gesagt haben, wie kannst du sowas spielen? Aber die haben das Drehbuch nicht gelesen. Es geht doch nicht darum, dass man die Hitlerfaschisten gut findet oder verteidigt. Es geht um die menschliche Geschichte zweier junger Männer. Beide gute Flieger, beide müssen in den Krieg, ob sie wollen oder nicht. Die Fahrt von Sotschi nach Moskau dauert 26 Stunden. Zunächst geht es direkt an der Schwarzmeerküste entlang, dann durch den russischen Süden bis in die Hauptstadt. Einen Tag und eine Nacht ist der Zug unterwegs. Die Nacht haben Olga und ihre Schwester Galia schon hinter sich. Zwei Schwestern wie aus dem Bilderbuch. Ich habe gut geschlafen, ganz wunderbar. Wir haben das Licht ausgemacht und danach sofort geschlafen, sagt Galia. Bloß, dass meine Schwester erst noch lange mit dem Geschirr herumgemacht hat. Ich musste doch die Deckelchen abnehmen, weil es geklappert hat, so. Den Frühstückstee gibt's zum Siegestag kostenlos. Ein Geschenk der Eisenbahn an alle Kriegsveteranen, die in diesen Tagen reisen. Den Rest haben sie selbst mitgebracht. Einen ganzen Berg an Proviant.
Galia ist 82, die jüngste von drei Schwestern. Als Olga sie gefragt hat, ob sie mitkommt nach Moskau, war sie sofort dabei. Ich war doch sogar schon im Ausland. Dreimal war ich in Bulgarien. Früher, zu Sowjetzeiten, da war ich Agronomin in einer Kolchose. Da durfte ich einmal als Abgesandte des Betriebs sogar mit auf eine offizielle Reise, weil der Chef krank war. Mit einer Delegation bis nach Südamerika. Chile, Peru. Bis heute ist Galia stolz darauf, dass ihre Schwester an der Front war. Olga hat sich freiwillig in den Krieg gemeldet, gleich nach der Schule. Da war sie 17. Mit 18 hat sie schon eine Abteilung kommandiert. Genau am Tag unseres Abschlussballs an der Schule begann der Krieg. Da war natürlich keine mehr in Stimmung. Aber wir haben den Abschluss trotzdem gefeiert. Und am nächsten Tag sind wir Mädchen alle zum Wehramt. Hier sind wir, wir wollen in den Krieg, haben wir gesagt. Dort sagte man uns höflich Danke, man käme vorerst ohne uns aus. Geht erst mal studieren, hieß es. Aber kurz darauf gab es eine neue Bestimmung. Dann wurden auch Mädchen als Freiwillige genommen. Es herrschte ja so ein Patriotismus, so ein Heldentum. Jede freute sich, dass sie mithelfen durfte, den Feind zu schlagen. Da sitze ich am Entfernungsmesser. Olga kam zur Artillerie, wurde der Flugabwehr zugeteilt. Mit einer Art Teleskop maß sie den Abstand zu feindlichen Flugzeugen. Die Flakschützen schossen nach Olgas Vorgaben. Als erste in der Abteilung bekam sie einen Orden, noch als Teenager. Sie war von Anfang an besser als die jungen Männer. Keiner konnte so gut das Ziel bestimmen wie Olga. Nein, Mitleid kannte ich nicht. Ich habe nie direkt gesehen, dass einer abgeschossen wurde. Die kamen ja erst ein ganzes Stück weiter weg runter. Aber selbst wenn einer vor meinen Augen runtergegangen wäre, ich hätte mich gefreut, dass ich geholfen habe, den Feind zu schlagen. Auch wenn der ebenso jung war wie wir. Damals hatten wir kein Mitleid. Ehrlich. Erik Lind, der deutsche Kampfpilot im Film, ist kein überzeugter Nazi. Er ist in den Krieg geraten, wie so viele aus seiner Generation. Er hat Sehnsucht nach seiner Verlobten, aber er sieht es als seine Pflicht, zu kämpfen. Am Ende wird auch er abgeschossen. Er gerät in sowjetische Kriegsgefangenschaft, nach Sibirien. Und kehrt von dort nicht mehr zurück. Andrei Tschadow gefällt der Film gerade deshalb, weil er eine ganz andere Perspektive einnehmen musste. Die eines Deutschen, der gegen die Russen kämpft. Ich habe immer wieder mit dem Regisseur geredet. Der kennt sich aus in der Geschichte. Der hat mich auf diese Rolle vorbereitet. Es geht nicht darum, dass der Held ein Faschist ist oder ein Mörder. Er ist ein fanatischer Flieger. Es geht darum, wie man in einen Krieg geraten kann. Und dass das Volk nicht schuld war am Krieg. Unseres nicht und das Deutsche auch nicht. So schnell wird der Film nicht in die Kinos kommen, denn bislang hat sich kein Verleih gefunden, auch kein Fernsehsender. Durch die Blume habe man ihnen bedeutet, es sei noch ein wenig zu früh für einen solchen Film, sagt der Produzent Alexej Gasteev. Er sucht jetzt nach Partnern in Deutschland. Es war schnell klar, dass wir den Film auf keinen Fall im Umfeld des Siegestages zeigen können. Als wir den Rohschnitt vorgestellt haben, sagten manche sogar, wir beschmutzten das Andenken der Veteranen, weil unser Held ein guter Deutscher ist. Ich halte das für völlig übertrieben. Mir gefällt genau dieser neue Zugang. Seit der Kindheit kennen wir doch aus Filmen immer nur das Bild des bösen Deutschen, des brutalen Faschisten, der vor lauter Grausamkeit schon wieder komisch ist. Das ist das übliche Bild.
Kirill Kozlov hat den Film geschnitten. Er findet, gerade jetzt müsste man ihn zeigen, zur besten Sendezeit. Quasi als Gegengift zu all dem Heldenkult um den Sieg der Sowjets. Solange die Menschen noch leben, die für uns gekämpft haben, muss man den Sieg natürlich feiern und die Veteranen ehren. Aber man darf auch nicht vergessen, warum wir den Sieg feiern. Weil ein Krieg zu Ende war. Ein Albtraum. Ich habe den Eindruck, statt dieser Rettung zu gedenken, und das war doch eine Rettung, machen wir daraus immer mehr eine große Prahlerei. Wir brüsten uns damit, dass wir die Stärkeren waren. Genau so entstehen doch neue Konflikte. То, что мы были сильнее. На самом деле так начинаются новые конфликты. Auf den Sieg gründet sich Russlands Nationalstolz. Das Weltkriegsthema prägt die gesamte Gesellschaft von klein auf. Jedes Schulkind weiß, dass man im Mai die Veteranen ehrt. Auch an dieser Moskauer Mittelschule haben sie Weltkriegsteilnehmer eingeladen. Die alten Kämpfer sollen den Kindern erzählen, wie es war an der Front. Ich übergebe an Generalleutnant Wladimir Ladiner. Der Generalleutnant vergisst vor lauter Aufregung das Mikrofon. So viel hat er zu erzählen. Und dann berichtet er von seiner Fliegerdivision, davon, dass 29 von ihnen später den Heldenorden bekommen haben. Heute, sagt er dann, leben ja nur noch ganz wenige von uns. Danke, Kinder, dass ihr uns hört, dass ihr unsere Erinnerung immer noch am Leben haltet. Die Oberstufe muss derweil am kleinen Kriegsdenkmal die Wachablösung nachspielen. Begeistert sehen sie nicht aus, aber keine Frage, sie machen mit. Der Siegestag ist heilig. Man muss sich erinnern, um ein Mensch zu bleiben. Wer nach vorne schauen will, muss seine Vergangenheit kennen. Und er muss sie ehren. Nur dann kann es eine gute Zukunft geben, eine gesunde Zukunft und Frieden. Dann gibt es keine Russen, keine Deutschen, keine Chinesen. Es gibt nur Menschen, Frauen, Männer, Kinder und Alte. Am Ende gibt es Blumen. Danke, dass ihr für uns gesiegt habt. Das können schon die Kleinsten sagen. Die Klassen 10 und 11 werden an dieser Schule gemeinsam in Geschichte unterrichtet. Im Museumszimmer. Ein kleines Militärmuseum haben sie eingerichtet zum Gedenken an den Weltkrieg. Pünktlich zum Siegestag geht es um Stalin. Dessen Rolle in der Geschichte ist für viele Russen noch immer nicht geklärt. Stalin hat Kritiker und Bewunderer, sagt die Lehrerin. Wir wollen besprechen, warum das so ist. Tatsächlich, Josef Stalin, der Millionen von Menschen ermorden ließ oder in Straflager geschickt hat, wird auch in dieser Schulklasse längst nicht nur negativ gesehen. Stalin hat Fehler gemacht, ja, er war grausam, aber er hat den Krieg gewonnen. Alle reden von den schrecklichen Repressionen. Die waren nötig. Sie haben nicht nur Unschuldige getroffen, sondern Verbrecher. All den Schmutz, der gestört hat, das Land groß zu machen. Ich kann nicht sagen, ob ich ihn positiv oder negativ finde. Einerseits hat er das Land aufgebaut und groß gemacht. Auf der anderen Seite stehen Millionen Opfer. Sie waren der Preis für den Erfolg. Und in gewisser Hinsicht war dieser Preis vielleicht auch zu hoch. Bei unserer kleinen Umfrage findet nur knapp die Hälfte der Schüler Stalin eindeutig negativ. Ebenso viele meinen, er hätte auch gute Seiten gehabt. Die beiden Geschichtslehrerinnen der Schule verstehen die Welt nicht mehr. Erklärungsversuche. Es soll cool sein, Stalin zu verteidigen. Vielleicht sagen sie das einfach deshalb, weil sie gegen die anderen sein wollen, gegen uns. Ihr findet Stalin blöd, deshalb finden wir ihn erst recht gut. Dabei müssten doch wir diejenigen sein, die Stalin verteidigen. Wir sind mit Sowjetideologie erzogen. Als wir von Stalins Verbrechen erfuhren, war das ein Schock, aber auch eine Befreiung. Wir leiden an dieser Geschichte. Die Jungen können das gar nicht mehr nachdenken.
nachfühlen. Für die Ankunft in Moskau hätte sie sich besseres Wetter gewünscht. Olga Fjodorowna ist schon lange vorher fertig. Ihre Schwester Galia sucht noch nach den Schuhen. Dann steht der Zug auch schon. Vor lauter Aufregung erkennt Olga zuerst die dritte Schwester nicht. Lydia, mein Täubchen, ich habe doch gar nicht geahnt, dass du uns abholst. Wie schön. Olga, Lydia, Galia, die drei Schwestern sind wieder zusammen. Das Abenteuer Moskau kann beginnen. Und da ist es ganz egal, wie das Wetter ist. Olga ist baff. Vieles in Moskau erkennt sie nicht wieder. Was sind denn das für Konstruktionen? Die habe ich alle noch nie gesehen. Um Gottes Willen, wer soll denn da wohnen? Nie würde ich da rein, und wenn sie mir eine Wohnung schenken. Da kannst du nicht mal ans Fenster gehen. Wenn du runterguckst, fällst du gleich raus. Große Güte. Moskau hat sich verändert, aber eine würdige Hauptstadt, findet Olga. Und dann, Regen hin oder her, reißt es sie einfach hin. Das alte Sowjetlied aus der Stalinzeit vom unbesiegbaren Moskau, das hat Olga schon als Soldatin gesungen. Zur Siegesparade nach Moskau fahren, vielleicht sogar dabei zu sein auf dem Roten Platz, davon träumt Olga, seitdem sie aus dem Krieg zurück ist. Die allererste Siegesparade fand 1945 schon 6 Wochen nach Kriegsende statt. Auf der Tribüne Josef Stalin, der oberste Kriegsherr, der Sieger. Das Sowjetvolk jubelt ihm zu. Auf einem weißen Turkmenenhengst nimmt Marschall Dschukow die Parade ab. Marschall Dschukow hatte in der Nacht zum 9. Mai die bedingungslose Kapitulation Hitler-Deutschlands entgegengenommen. Die Waffen des Weltkriegs, die T-34-Panzer, die Artillerie und die berüchtigten Katjuscha-Raketenwerfer, Stalin-Orgeln nannten die Deutschen sie. Großer Vaterländischer Krieg heißt der Zweite Weltkrieg in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion bis heute. Mehr als 20 Millionen Sowjetbürger kamen ums Leben. Kein Land hatte mehr Opfer zu beklagen. Der Krieg steckt diesen Männern noch in den Knochen, doch der Feind ist besiegt. Die Kriegsstandarten der Deutschen, Stalin ließ sie sich zu Füßen werfen. Das Symbol eines bitter erkämpften Sieges. Unterwegs von Moskau Richtung Norden. Die drei Schwestern haben vor dem großen Siegestag noch ein strammes Programm. In diesem Dorf bei Jaroslawl sind sie aufgewachsen. Erst nach dem Krieg zog die Familie Simul von hier weg. Keine der drei war seitdem je wieder hier. Schön machen für die alte Heimat. Ob die alten Kindheitsfreundinnen noch leben, ob die Adressen noch stimmen? Gleich bei der ersten haben sie Erfolg. Das sind ja die Simul-Schwestern.
Die alte Nadjeschda kann es nicht fassen. Wie oft habe ich mir das gewünscht, dass ich euch wenigstens einmal noch wiedersehe. Ohne ein Likörchen lässt Nadjeschda die Besucherin nicht wieder gehen. Mädchen, ich liebe euch. Auf die alten Zeiten und auf alle, die nicht mehr mit uns sind. Erkundungsreise durch die Vergangenheit. Überall nur für ein paar Minütchen. Bei Katja. Und bei Valodja. Und bei Valentina. Seit 60 Jahren haben sie sich nicht mehr gesehen. Erinnerungen an jeder Ecke. Und die Erinnerung ist auch hier dominiert vom Krieg. Genau hier war die Post. Und daneben hingen diese großen Radiolautsprecher, über die immer die Reden aus Moskau übertragen wurden. Ich weiß wie heute, sie haben uns damals gesagt, wir sollen auf den Platz kommen, es gebe eine Durchsage. Alle waren wie hier. Dann knackte der Lautsprecher und eine Stimme sagte, Achtung. Alle standen wie angewurzelt, ganz still. Und wir hörten, dass die Deutschen uns in der Frühe angegriffen haben, dass wir im Krieg sind. Aus jedem russischen Ort, aus jedem Dorf und sei es noch so klein, zogen damals Soldaten in den Krieg. In jedem Dorf gibt es deshalb ein kleines Heimatmuseum mit einer Abteilung über den Zweiten Weltkrieg. Überall ist man stolz auf seine Soldaten, die geholfen haben, den Feind zu besiegen. Das ist auch in Olgas Heimatdorf nicht anders. Stolz zeigt man den Schwestern die Ausstellung. Denn dort hängt auch ein Foto von Olga. Die kann das gar nicht glauben. Tatsächlich, das bin ich, mit zwei Kameradinnen. Und dann schaltet jemand einen Kassettenrekorder ein mit einer historischen Aufnahme von damals. Die Radioansprache mit der Nachricht vom deutschen Angriff. Für Olga wie ein Déjà-vu. Bürger und Bürgerinnen, heute am 22. Juni 1941 um 4 Uhr in der Früh haben deutsche Truppen unser Land angegriffen. Ohne Kriegserklärung haben sie unsere Grenzen attackiert. Olga erinnert sich, als wäre es gestern gewesen. Und wir hatten an dem Abend Abschlussball. Am 22. Juni, Abschlussball für die 10. Klasse. An dem Tag, an dem der Krieg begann, sollten wir feiern. Zeigen Sie uns den nächsten Saal, sagt Olga. Bloß nicht zu lange weinen. Denn auch wenn es Krieg war, es war eine Zeit, an die sie sich manchmal auch gerne erinnert. Am nächsten Tag ist der Himmel wie blank geputzt über dem Kreml. Chemisch hat man die Wolken vertrieben, damit nichts die große Parade trübt. Zum Auftakt inspiziert der Minister die Truppen. Und die Limousinenchoreografie sitzt perfekt. Alles, wie es sein muss. Die Veteranen im Publikum sind zufrieden.
Und auch sie zeigen, was sie seit Wochen geübt haben. Tausende Soldaten im Gleichschritt. Exakt 120 Schritte pro Minute. Und dann einer der Höhepunkte der Parade. Ein weißer Turkmenenhengst. Und zwar ein direkter Nachfahre des Pferdes, auf dem damals General Schukow die erste Parade abnahm. Auch in der Luft wird paradiert. Formationsflug über dem Roten Platz. Auch das größte Transportflugzeug der Welt ist dabei. Und dann die Kampfflieger, Russlands ganzer Stolz. Auch sie mussten lange üben, bis die Flagge am Himmel endlich saß. Extra für die Veteranen sind auch historische Uniformen dabei. In solchen haben sie damals gekämpft. Selbst die alten T-34, die Weltkriegspanzer der Roten Armee, kriegen noch mal ihren Auftritt. Olga und ihre Schwestern haben sich fein gemacht. Die Parade gucken sie beim Neffen im Wohnzimmer. Die gute Jacke bleibt erstmal noch hängen. Auf die Tribüne am Roten Platz kommt man doch nur mit Beziehungen, sagt Olga. Und am Fernseher kriegt man dafür viel mehr mit? Anstoßen kann man hier auch viel besser. Den Toast spricht natürlich Olga. Auf unseren Sieg. Liegt es am Sekt oder läuft da wirklich die Wache vom Buckingham Palast über den Roten Platz? Doch, das sind Briten. Zum ersten Mal überhaupt sind auch Soldaten der Alliierten bei einer Moskauer Siegesparade dabei. Selbst Amerikaner marschieren mit über den Roten Platz. Olga Fjodorowna findet das gut so, auch wenn sie immer noch ein kleines bisschen böse ist auf die Amerikaner. Weil sie uns erst so spät geholfen haben im Krieg. Wir haben damals so auf die Amerikaner gewartet, dass sie im Westen die zweite Front gegen Hitler aufmachen. So viele waren doch von uns schon gefallen. Aber erst als wir längst in Deutschland standen, als klar war, wir nehmen Berlin alleine ein, da kamen sie, die Amerikaner und all die anderen. Dass das viele Historiker ganz anders sehen, weiß Olga. Aber sie bleibt dabei. Die Alliierten dürfen gerne mitmarschieren. Der Sieg aber gehört vor allem den Sowjets. Mit der Metro dürfen Veteranen am Siegestag kostenlos fahren. Die Orden genügen als Ausweis. Auch das ein Abenteuer. Jahrzehntelang war Olga nicht mehr hier unten. 5 Stationen sind es bis zum Roten Platz. Schon hier in der Metro bekommt Olga die ersten guten Wünsche, die ersten Blumen. Wildfremde Menschen bedanken sich bei ihr, weil sie Kriegsveteranin ist. So ist das am Siegestag. Überall in Moskau werden die Veteranen heute gefeiert. Heute ist ihr Tag. Für viele vielleicht die letzte große Siegesfeier, die sie noch miterleben. Wer Orden hat, legt sie an. Je mehr, desto besser. Dass viele von ihnen in Armut leben, dass manche seit Jahrzehnten auf die vom Staat versprochene Wohnung warten müssen, das zählt heute nicht.
Wir freuen uns und wir sind stolz auf unser Land und auf uns selbst, dass wir überlebt haben, eine schreckliche Zeit überstanden haben. Und wir haben das Recht, uns zu freuen und stolz zu sein auf diesen Sieg. Man soll sich heute freuen, wie unser ganzes Land. Aber ich habe eine kleine Träne im Auge, weil so viele gestorben sind. Immer mehr Blumen bekommt Olga und ihre Schwestern auch, obwohl die gar nicht gekämpft haben. Längst ist der Siegestag auch zu einem Feiertag geworden, an dem man die Alten ehrt. All jene, die die schweren Kriegszeiten durchlebt haben, ob sie nun an der Front waren oder nicht. Ich möchte weinen vor Freude. Ich bin so gerührt. Selbst die Jugend ist in der richtigen Stimmung. Selbst kleine Kinder kommen und gratulieren. Und dann kann sie nicht mehr an sich halten. Aus unserem Interview mit Olga wird ein flammender Friedensappell. Der Frieden ist doch zerbrechlich. Alle Staaten müssen ihn achten. Wir dürfen nicht ständig lauern und denken, der andere sei der Feind. Das ist die einzige Lehre des Krieges, dass wir Frieden brauchen, weil Krieg schrecklich ist. Am Ende bekommt Olga Fjodorowna Applaus. Vielleicht, weil sie eine von nur noch ganz wenigen ist. Eine, die weiß, wovon sie redet, wenn sie von Krieg spricht. Das große Siegesfeuerwerk hätten Olga und ihre Schwestern dann beinahe noch verpasst. Kein Durchkommen war in der Stadt. Ganz Moskau wollte auf die Brücke vor dem Kreml. Aber sie haben es geschafft. Ein Ehrenplatz ganz vorne in der ersten Reihe. Olga freut sich wie ein kleines Mädchen. Dafür hat sich doch die ganze Reise gelohnt. Als wäre das ganze Feuerwerk nur für sie gemacht. Und genau genommen ist das ja auch so. Moskau feiert den Sieg und der ist schließlich auch Olgas Sieg. Abnehmen. Beim allerersten Mal 1945 saß man noch auf Pferden. Aber die Choreografie war dieselbe. Olga Fjodorowna hat vor der großen Reise noch viel zu tun. Den Garten muss sie versorgen. 2 Wochen werden ihre Pflanzen ohne sie auskommen müssen. Gießen soll die Nachbarin. Olga hat ihr schon einen genauen Plan geschrieben. Aber Gießen allein reicht nicht. Ihr blüht ja schon, meine Guten. Und ihr habt schon kleine Gürkchen angesetzt. Ach, wie hübsch ihr seid. Wie Verwandte sind wir, sagt Olga. Meine Pflanzen sind meine Familie, meine Kinder. Die Reise nach Moskau wird für Olga auch ein Wiedersehen mit ihren Schwestern. Alle 3 sind sie über 80. Eine lebt seit Jahren in der Hauptstadt. Olga ist die Einzige, die im Krieg war, aber den Siegestag wollen sie gemeinsam feiern. Моя хорошая, ну чё? Dass Olga auf Reisen geht, hat sich herumgesprochen. Deshalb kommen die Nachbarskinder schon vorher, um ihr zum Siegestag zu gratulieren.
Das schwarz-orange Ehrenbändchen heißt Wir danken den Veteranen. Rund um den Siegestag tragen es viele. In der Schule haben wir das vor kurzem erst durchgenommen, das mit dem Krieg. Also, es war Krieg und unsere haben gewonnen. Über Tante Olga wissen wir auch viel. Sie ist eine Heldin. Gleich nach der Schule ist sie an die Front. Stimmt doch, oder? Heute lachen die Kinder darüber, aber ich freue mich doch. Das gute Kostüm kommt zu oberst, damit es nicht knittert. Olga hat seit Ewigkeiten keinen Koffer mehr gepackt. Und seit Ewigkeiten war sie nicht mehr auf Reisen. Aufgeregt ist Olga und auch ein bisschen wehmütig. Denn sie wird lange weg sein von zu Hause. Olga wohnt in einem Vorort von Sotschi, am Schwarzen Meer. Ihre jüngste Schwester lebt ganz in der Nähe. Die russische Regierung schenkt allen Veteranen zum Siegestag eine Reise. Sie dürfen auch eine Begleitung mitnehmen. Olga wird ihre jüngste Schwester am Bahnhof treffen und gemeinsam mit ihr im Zug nach Moskau fahren. Zum ersten Mal seit vielen Jahren in die russische Hauptstadt und wohl auch zum letzten Mal, sagt Olga. In Moskau proben sie noch immer die Parade. Diesmal ist schwere Technik dran. Auch Panzerfahrer müssen üben. Schon die Probe wird zum Spektakel. Denn geübt wird diesmal mitten in der Stadt. Über die Tverskaja rollen sie, Moskaus Prachtstraße. Langstreckenraketen, Panzer, schwere Geschütze. Jeder will seinen Schnappschuss. Der Krieg, der Sieg, die ruhmreiche Geschichte, allgegenwärtig ist das Thema und die Moskauer sind begeistert. Nach kritischer Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte sucht man vergebens, im Gegenteil. Jetzt zum Siegestag sind die Kinos voll mit Heldenfilmen über die glorreiche Sowjetarmee. Der große Vaterländische Krieg als Sternstunde der Sowjetgeschichte. Der Schauspieler Andrei Tschadow ist auf dem Weg ins Tonstudio. Auch er hat in einem Film über den Zweiten Weltkrieg mitgespielt. Sie haben gerade erst abgedreht. Ein Film so richtig nach seinem Geschmack. Weil er gut gemacht ist, weil ich ihm glauben kann. Der Story, den Rollen, weil ich mitleide mit dem Helden. Wissen Sie, wenn ich weinen kann, dann ist das ein guter Film. Dafür brauche ich kein Blut zu sehen, keine abgerissenen Beine, keine toten Kinder oder sowas. Davon hängt es nicht ab. Krieg ist immer ein schweres Thema. Erst recht, wenn es den eigenen Krieg betrifft, den deines eigenen Landes. Andrei hat den eigenen Krieg gespielt, aber in ungewöhnlicher Rolle. Im Film Das Herz des Feindes spielt er Erik Lind, ein deutsches Fliegerass. Und ein guter Deutscher. Erik Lind lässt mitten im Krieg einen sowjetischen Gefangenen laufen. Aus Respekt. Denn der Gefangene ist selbst Jagdflieger. Erik und er haben sich am Himmel viele Kämpfe geliefert. Ein deutscher Soldat als positiver Held eines russischen Kriegsfilms. Das ist neu. Noch längst ist der Film nicht fertig. Im Tonstudio werden die Dialoge nachgesprochen. Na. Скажи, что сбежал. Давай, давай, ты пилот, я пилот. В небе разберемся, кто лучше. Андрей fand das Drehbuch gleich gut, wegen der menschlichen Geschichte, sagt er.
Es gab Leute, die gesagt haben, wie kannst du sowas spielen? Aber die haben das Drehbuch nicht gelesen. Es geht doch nicht darum, dass man die Hitlerfaschisten gut findet oder verteidigt. Es geht um die menschliche Geschichte zweier junger Männer. Beide gute Flieger, beide müssen in den Krieg, ob sie wollen oder nicht. Die Fahrt von Sotschi nach Moskau dauert 26 Stunden. Zunächst geht es direkt an der Schwarzmeerküste entlang, dann durch den russischen Süden bis in die Hauptstadt. Einen Tag und eine Nacht ist der Zug unterwegs. Die Nacht haben Olga und ihre Schwester Galia schon hinter sich. Zwei Schwestern wie aus dem Bilderbuch. Ich habe gut geschlafen, ganz wunderbar. Wir haben das Licht ausgemacht und danach sofort geschlafen, sagt Galia. Bloß, dass meine Schwester erst noch lange mit dem Geschirr herumgemacht hat. Ich musste doch die Deckelchen abnehmen, weil es geklappert hat, so. Den Frühstückstee gibt's zum Siegestag kostenlos. Ein Geschenk der Eisenbahn an alle Kriegsveteranen, die in diesen Tagen reisen. Den Rest haben sie selbst mitgebracht. Einen ganzen Berg an Proviant. Galia ist 82, die jüngste von drei Schwestern. Als Olga sie gefragt hat, ob sie mitkommt nach Moskau, war sie sofort dabei. Ich war doch sogar schon im Ausland. Dreimal war ich in Bulgarien. Früher, zu Sowjetzeiten, da war ich Agronomin in einer Kolchose. Da durfte ich einmal als Abgesandte des Betriebs sogar mit auf eine offizielle Reise, weil der Chef krank war. Mit einer Delegation bis nach Südamerika. Chile, Peru. Bis heute ist Galia stolz darauf, dass ihre Schwester an der Front war. Olga hat sich freiwillig in den Krieg gemeldet, gleich nach der Schule. Da war sie 17. Mit 18 hat sie schon eine Abteilung kommandiert. Genau am Tag unseres Abschlussballs an der Schule begann der Krieg. Da war natürlich keine mehr in Stimmung. Aber wir haben den Abschluss trotzdem gefeiert. Und am nächsten Tag sind wir Mädchen alle zum Wehramt. Hier sind wir, wollen in den Krieg, haben wir gesagt. Dort sagte man uns höflich Danke, man käme vorerst ohne uns aus. Geht erst mal studieren, hieß es. Aber kurz darauf gab es eine neue Bestimmung. Dann wurden auch Mädchen als Freiwillige genommen. Es herrschte ja so ein Patriotismus, so ein Heldentum. Jede freute sich, dass sie mithelfen durfte, den Feind zu schlagen. Da sitze ich am Entfernungsmesser. Olga kam zur Artillerie, wurde der Flugabwehr zugeteilt. Mit einer Art Teleskop maß sie den Abstand zu feindlichen Flugzeugen. Die Flakschützen schossen nach Olgas Vorgaben. Als erste in der Abteilung bekam sie einen Orden, noch als Teenager. Sie war von Anfang an besser als die jungen Männer. Keiner konnte so gut das Ziel bestimmen wie Olga. Nein, Mitleid kannte ich nicht. Ich habe nie direkt gesehen, dass einer abgeschossen wurde. Die kamen ja erst ein ganzes Stück weiter weg runter. Aber selbst wenn einer vor meinen Augen runtergegangen wäre, ich hätte mich gefreut, dass ich geholfen habe, den Feind zu schlagen. Auch wenn der ebenso jung war wie wir. Damals hatten wir kein Mitleid. Ehrlich. Erik Lindt, der deutsche Kampfpilot im Film, ist kein überzeugter Nazi. Er ist in den Krieg geraten, wie so viele aus seiner Generation. Er hat Sehnsucht nach seiner Verlobten, aber er sieht es als seine Pflicht, zu kämpfen. Am Ende wird auch er abgeschossen. Er gerät in sowjetische Kriegsgefangenschaft, nach Sibirien.
und kehrt von dort nicht mehr zurück. Andrei Tschadow gefällt der Film gerade deshalb, weil er eine ganz andere Perspektive einnehmen musste. Die eines Deutschen, der gegen die Russen kämpft. Ich habe immer wieder mit dem Regisseur geredet. Der kennt sich aus in der Geschichte. Der hat mich auf diese Rolle vorbereitet. Es geht nicht darum, dass der Held ein Faschist ist oder ein Mörder. Er ist ein fanatischer Flieger. Es geht darum, wie man in einen Krieg geraten kann. Und dass das Volk nicht schuld war am Krieg. Unseres nicht und das Deutsche auch nicht. So schnell wird der Film nicht in die Kinos kommen. Denn bislang hat sich kein Verleih gefunden, auch kein Fernsehsender. Durch die Blume habe man ihnen bedeutet, es sei noch ein wenig zu früh für einen solchen Film, sagt der Produzent Alexei Gasteev. Er sucht jetzt nach Partnern in Deutschland. Es war schnell klar, dass wir den Film auf keinen Fall im Umfeld des Siegestages zeigen können. Als wir den Rohschnitt vorgestellt haben, sagten manche sogar, wir beschmutzten das Andenken der Veteranen, weil unser Held ein guter Deutscher ist. Ich halte das für völlig übertrieben. Mir gefällt genau dieser neue Zugang. Seit der Kindheit kennen wir doch aus Filmen immer nur das Bild des bösen Deutschen, des brutalen Faschisten, der vor lauter Grausamkeit schon wieder komisch ist. Das ist das übliche Bild. Kirill Kozlov hat den Film geschnitten. Er findet, gerade jetzt müsste man ihn zeigen zur besten Sendezeit, quasi als Gegengift zu all dem Heldenkult um den Sieg der Sowjets. Solange die Menschen noch leben, die für uns gekämpft haben, muss man den Sieg natürlich feiern und die Veteranen ehren. Aber man darf auch nicht vergessen, warum wir den Sieg feiern. Gleichschritt auf dem Roten Platz. Mit einer Militärparade feiert Russland den Sieg über Hitler-Deutschland. Man zeigt, was man hat. Auch wenn der Großmachtruhm verblasst, selbst viele Jahre später ist der Siegestag ein großer Tag. Für Russland und für Olga Fjodorowna. Die gute Jacke holt Olga Fjodorowna nur einmal im Jahr aus dem Schrank. Immer in der ersten Maiwoche, wenn es Zeit ist, die Orden zu polieren. Mit Zahnputzpulver macht Olga Fjodorowna das, damit sie zum Siegestag schön glänzen. Dieser hier mit dem Stalin drauf ist ihr besonders lieb. Das Recht war mit uns, steht da. Wir haben gesiegt. Für den Sieg über Deutschland, dann der mit Lenin, die Orden von General Zhukov und die Medaillen da, die sind alle für Verdienste im Krieg an der Front. Und warum hängen auf der einen Seite mehr als auf der anderen? Das gehört so. Ich habe schon zwei mehr rübergehängt, wegen des Gleichgewichts. Aber das ist gegen die Regeln. Eigentlich müssen die auch dahin. Olgas Mann hatte noch mehr Kriegsorden. Seit seinem Tod lebt sie mit ihren Erinnerungen. 17 war sie, als sie in den Krieg zog. Den Teller mit ihrem Porträt hat sie bei einem Jubiläumstreffen der Kriegsveteranen bekommen. Das ist auch schon wieder 30 Jahre her, sagt sie. Zu Sowjetzeiten hatten Kriegsveteranen eine ganz besondere Stellung. Sie waren die Helden der ganzen Nation.
Früher gab es Exkursionen für uns Kriegsveteranen. Nach Leningrad, nach Rybinsk, nach Jaroslawl. Überall hat man uns empfangen, hat uns die Stadt gezeigt. Aber dann kam die Perestroika. Dann brauchte uns niemand mehr. Und heute hat man uns vergessen. Nur einmal im Jahr erinnern sie sich. Es leben auch kaum noch welche von uns. 86 Jahre ist Olga Fjodorowna jetzt. Herrje, alles ist angebrannt. Übers Erzählen hat Olga Fjodorowna ganz den Kuchen vergessen. Das kommt davon, wenn man mit den Gedanken woanders ist. Wie spät ist es denn überhaupt? Das Häuschen am Hang hat Olga Fjodorownas Vater noch gebaut. Es steht in Sotschi im russischen Süden. Nach Kriegsende war die ganze Familie hierher gezogen. Heute lebt nur noch Olga hier. Der Blumengarten ist ihr Stolz. Seit dem Tod ihres Mannes ist Olga allein im Haus. Besuch bekommt sie nicht oft. Aber nicht nur deshalb ist sie heute aufgeregt. Olga Fjodorowna hat Reisefieber, denn bald geht sie auf große Fahrt nach Moskau zur Siegesfeier. Natürlich bin ich aufgeregt. Und wie? Ich war 20 Jahre nicht mehr dort. Ins Bolschoi-Theater möchte ich. Und wenn es keine Theaterkarten gibt, dann wenigstens einmal in den Saal. Das haben wir immer so gemacht früher. Man fuhr nicht nach Moskau, ohne ins Theater zu gehen. Und an die Kremlmauer, da will ich auch hin. Dort sind alle begraben, alle meine Heiligen. Sie verstehen das nicht, sie sind bestimmt böse mit mir deswegen, aber für mich sind sie Heilige. Gagarin, unser erster Kosmonaut. Auch Stalin liegt da, alle großen Männer, das will ich so gerne noch mal sehen. Сталин там. И, конечно, мне это очень хочется посмотреть. Auch Moskau hat seine Orden angelegt. Die ganze Stadt ist längst geschmückt für den großen Tag. 1945, in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai, hatten die Deutschen kapituliert. Und auch Jahrzehnte später bleibt der Siegestag einer der wichtigsten Feiertage für die Russen. Den Sieg von damals feiern sie bis heute als ihre Heldentat. Am Waldrand vor Moskau proben sie seit Wochen für den großen Tag. Genau so soll es am 9. Mai aussehen, bloß die Kulisse stimmt noch nicht. Auf den Roten Platz dürfen sie erst dann, wenn jeder Schritt sitzt. Stundenlang üben sie auf einem Flugplatz vor der Stadt. Immer dieselben Märsche. Auch das Limousinenballett will genau geprobt sein. In solchen Autos werden Verteidigungsminister und Moskauer Militärchef zur Siegesparade nach Moskau fahren. Vielleicht sogar dabei zu sein auf dem Roten Platz. Davon träumt Olga, seitdem sie aus dem Krieg zurück ist. Die allererste Siegesparade fand 1945 schon 6 Wochen nach Kriegsende statt. Auf der Tribüne Josef Stalin, der oberste Kriegsherr, der Sieger. Das Sowjetvolk jubelt ihm zu. Auf einem weißen Turkmenenhengst nimmt Marschall Dschukow die Parade ab.
Marschall Zhukov hatte in der Nacht zum 9. Mai die bedingungslose Kapitulation Hitler-Deutschlands entgegengenommen. Die Waffen des Weltkriegs, die T-34-Panzer, die Artillerie und die berüchtigten Katjuscha-Raketenwerfer, Stalin-Orgeln nannten die Deutschen sie. Großer Vaterländischer Krieg heißt der Zweite Weltkrieg in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion bis heute. Mehr als 20 Millionen Sowjetbürger kamen ums Leben. Kein Land hatte mehr Opfer zu beklagen. Der Krieg steckt diesen Männern noch in den Knochen, doch der Feind ist besiegt. Die Kriegsstandarten der Deutschen, Stalin ließ sie sich zu Füßen werfen. Das Symbol eines bitter erkämpften Sieges. Unterwegs von Moskau Richtung Norden. Die drei Schwestern haben vor dem großen Siegestag noch ein strammes Programm. In diesem Dorf bei Jaroslawl sind sie aufgewachsen. Erst nach dem Krieg zog die Familie Simul von hier weg. Keine der drei war seitdem je wieder hier. Schön machen für die alte Heimat. Ob die alten Kindheitsfreundinnen noch leben, ob die Adressen noch stimmen? Gleich bei der ersten haben sie Erfolg. Das sind ja die Simul-Schwestern. Die alte Nadjezda kann es nicht fassen. Wie oft habe ich mir das gewünscht, dass ich euch wenigstens einmal noch wiedersehe. Ohne ein Likörchen lässt Nadjezda die Besucherin nicht wieder gehen. Mädchen, ich liebe euch. Auf die alten Zeiten und auf alle, die nicht mehr mit uns sind. Erkundungsreise durch die Vergangenheit. Überall nur für ein paar Minütchen. Bei Katja und bei Valodja. Und bei Valentina. Seit 60 Jahren haben sie sich nicht mehr gesehen. Erinnerungen an jeder Ecke. Und die Erinnerung ist auch hier dominiert vom Krieg. Genau hier war die Post. Und daneben hingen diese großen Radiolautsprecher, über die immer die Reden aus Moskau übertragen wurden. Ich weiß wie heute, sie haben uns damals gesagt, wir sollen auf den Platz kommen, es gebe eine Durchsage. Alle waren wie hier. Dann knackte der Lautsprecher und eine Stimme sagte, Achtung. Alle standen wie angewurzelt, ganz still. Und wir hörten, dass die Deutschen uns in der Frühe angegriffen haben, dass wir im Krieg sind. Aus jedem russischen Ort, aus jedem Dorf und sei es noch so klein, zogen damals Soldaten in den Krieg. In jedem Dorf gibt es deshalb ein kleines Heimatmuseum mit einer Abteilung über den Zweiten Weltkrieg. Überall ist man stolz auf seine Soldaten, die geholfen haben, den Feind zu besiegen. Das ist auch in Olgas Heimatdorf nicht anders. Stolz zeigt man den Schwestern die Ausstellung. Denn dort hängt auch ein Foto von Olga. Die kann das gar nicht glauben. Tatsächlich, das bin ich mit zwei Kameradinnen. Und dann schaltet jemand einen Kassettenrekorder ein mit einer historischen Aufnahme von damals. Die Radioansprache mit der Nachricht vom deutschen Angriff. Für Olga wie ein Déjà-vu.
Bürger und Bürgerinnen, heute am 22. Juni 1941 um 4 Uhr in der Früh haben deutsche Truppen unser Land angegriffen. Ohne Kriegserklärung haben sie unsere Grenzen attackiert. Ольга erinnert sich, als wäre es gestern gewesen. Und wir hatten an dem Abend Abschlussball. Am 22. Juni, Abschlussball für die 10. Klasse. An dem Tag, an dem der Krieg begann, sollten wir feiern. Weil ein Krieg zu Ende war, ein Albtraum. Ich habe den Eindruck, statt dieser Rettung zu gedenken, und das war doch eine Rettung, machen wir daraus immer mehr eine große Prahlerei. Wir brüsten uns damit, dass wir die Stärkeren waren. Genau so entstehen doch neue Konflikte. То, что мы были сильнее. На самом деле так начинаются новые конфликты. Auf den Sieg gründet sich Russlands Nationalstolz. Das Weltkriegsthema prägt die gesamte Gesellschaft von klein auf. Jedes Schulkind weiß, dass man im Mai die Veteranen ehrt. Auch an dieser Moskauer Mittelschule haben sie Weltkriegsteilnehmer eingeladen. Die alten Kämpfer sollen den Kindern erzählen, wie es war an der Front. Ich übergebe an Generalleutnant Wladimir Ladina. Der Generalleutnant vergisst vor lauter Aufregung das Mikrofon. So viel hat er zu erzählen. Und dann berichtet er von seiner Fliegerdivision, davon, dass 29 von ihnen später den Heldenorden bekommen haben. Heute, sagt er dann, leben ja nur noch ganz wenige von uns. Danke, Kinder, dass ihr uns hört, dass ihr unsere Erinnerung immer noch am Leben haltet. Die Oberstufe muss derweil am kleinen Kriegsdenkmal die Wachablösung nachspielen. Begeistert sehen sie nicht aus, aber keine Frage, sie machen mit. Der Siegestag ist heilig. Man muss sich erinnern, um ein Mensch zu bleiben. Wer nach vorne schauen will, muss seine Vergangenheit kennen. Und er muss sie ehren. Nur dann kann es eine gute Zukunft geben, eine gesunde Zukunft und Frieden. Dann gibt es keine Russen, keine Deutschen, keine Chinesen. Es gibt nur Menschen, Frauen, Männer, Kinder und Alte. Am Ende gibt es Blumen. Danke, dass ihr für uns gesiegt habt. Das können schon die Kleinsten sagen. Die Klassen 10 und 11 werden an dieser Schule gemeinsam in Geschichte unterrichtet. Im Museumszimmer. Ein kleines Militärmuseum haben sie eingerichtet zum Gedenken an den Weltkrieg. Pünktlich zum Siegestag geht es um Stalin. Dessen Rolle in der Geschichte ist für viele Russen noch immer nicht geklärt. Stalin hat Kritiker und Bewunderer, sagt die Lehrerin. Wir wollen besprechen, warum das so ist. Tatsächlich, Josef Stalin, der Millionen von Menschen ermorden ließ oder in Straflager geschickt hat, wird auch in dieser Schulklasse längst nicht nur negativ gesehen. Stalin hat Fehler gemacht, ja, er war grausam, aber er hat den Krieg gewonnen. Alle reden von den schrecklichen Repressionen. Die waren nötig. Sie haben nicht nur Unschuldige getroffen, sondern Verbrecher. All den Schmutz, der gestört hat, das Land groß zu machen. Ich kann nicht sagen, ob ich ihn positiv oder negativ finde. Einerseits hat er das Land aufgebaut und groß gemacht. Auf der anderen Seite stehen Millionen Opfer. Sie waren der Preis für den Erfolg. Und in gewisser Hinsicht war dieser Preis vielleicht auch zu hoch. Bei unserer kleinen Umfrage findet nur knapp die Hälfte der Schüler Stalin eindeutig negativ. Ebenso viele meinen, er hätte auch gute Seiten gehabt. Die beiden Geschichtslehrerinnen der Schule verstehen die Welt nicht mehr.
Erklärungsversuche. Es soll cool sein, Stalin zu verteidigen. Vielleicht sagen Sie das einfach deshalb, weil Sie gegen die anderen sein wollen, gegen uns. Ihr findet Stalin blöd, deshalb finden wir ihn erst recht gut. Dabei müssten doch wir diejenigen sein, die Stalin verteidigen. Wir sind mit Sowjetideologie erzogen. Als wir von Stalins Verbrechen erfuhren, war das ein Schock, aber auch eine Befreiung. Wir leiden an dieser Geschichte. Die Jungen können das gar nicht mehr nachfühlen. Für die Ankunft in Moskau hätte sie sich besseres Wetter gewünscht. Olga Fjodorowna ist schon lange vorher fertig. Ihre Schwester Galia sucht noch nach den Schuhen. Dann steht der Zug auch schon. Vor lauter Aufregung erkennt Olga zuerst die dritte Schwester nicht. Lydia, mein Täubchen, ich habe doch gar nicht geahnt, dass du uns abholst. Wie schön. Olga, Lydia, Galia, die drei Schwestern sind wieder zusammen. Das Abenteuer Moskau kann beginnen. Und da ist es ganz egal, wie das Wetter ist. Olga ist baff. Vieles in Moskau erkennt sie nicht wieder. Was sind denn das für Konstruktionen? Die habe ich alle noch nie gesehen. Um Gottes Willen, wer soll denn da wohnen? Nie würde ich da rein. Und wenn sie mir eine Wohnung schenken, da kannst du nicht mal ans Fenster gehen. Wenn du runterguckst, fällst du gleich raus. Große Güte. Moskau hat sich verändert, aber eine würdige Hauptstadt, findet Olga. Und dann, Regen hin oder her, reißt es sie einfach hin. Das alte Sowjetlied aus der Stalinzeit vom unbesiegbaren Moskau, das hat Olga schon als Soldatin gesungen. Am 22. Juni, Abschlussball für die 10. Klasse. An dem Tag, an dem der Krieg begann, sollten wir feiern. Weil ein Krieg zu Ende war, ein Albtraum. Ich habe den Eindruck, statt dieser Rettung zu gedenken, und das war doch eine Rettung, machen wir daraus immer mehr eine große Prahlerei. Wir brüsten uns damit, dass wir die Stärkeren waren. Genau so entstehen doch neue Konflikte. На самом деле так начинаются новые конфликты. Auf den Sieg gründet sich Russlands Nationalstolz. Das Weltkriegsthema prägt die gesamte Gesellschaft von klein auf. Jedes Schulkind weiß, dass man im Mai die Veteranen ehrt. Auch an dieser Moskauer Mittelschule haben sie Weltkriegsteilnehmer eingeladen. Die alten Kämpfer sollen den Kindern erzählen, wie es war an der Front. Ich übergebe an Generalleutnant Wladimir Ladina. Der Generalleutnant vergisst vor lauter Aufregung das Mikrofon. So viel hat er zu erzählen. Und dann berichtet er von seiner Fliegerdivision, davon, dass 29 von ihnen später den Heldenorden bekommen haben. Heute, sagt er dann, leben ja nur noch ganz wenige von uns. Danke, Kinder, dass ihr uns hört, dass ihr unsere Erinnerung immer noch am Leben haltet. Die Oberstufe muss derweil am kleinen Kriegsdenkmal die Wachablösung nachspielen. Begeistert sehen sie nicht aus, aber keine Frage, sie machen mit. Der Siegestag ist heilig. Man muss sich erinnern, um ein Mensch zu bleiben. Wer nach vorne schauen will, muss seine Vergangenheit kennen. Und er muss sie ehren. Nur dann kann es eine gute Zukunft geben, eine gesunde Zukunft und Frieden. Dann gibt es keine Russen, keine Deutschen, keine Chinesen.
Господи, нет русских, нет немцев, нет китайцев. Es gibt nur Menschen, Frauen, Männer, Kinder und Alte. Мужчины, дети, старики, вот. Am Ende gibt es Blumen. Danke, dass ihr für uns gesiegt habt. Das können schon die Kleinsten sagen. Die Klassen 10 und 11 werden an dieser Schule gemeinsam in Geschichte unterrichtet. Im Museumszimmer. Ein kleines Militärmuseum haben sie eingerichtet zum Gedenken an den Weltkrieg. Pünktlich zum Siegestag geht es um Stalin. Dessen Rolle in der Geschichte ist für viele Russen noch immer nicht geklärt. Stalin hat Kritiker und Bewunderer, sagt die Lehrerin. Wir wollen besprechen, warum das so ist. Vor allem den Sowjets. Mit der Metro dürfen Veteranen am Siegestag kostenlos fahren. Die Orden genügen als Ausweis. Auch das ein Abenteuer. Jahrzehntelang war Olga nicht mehr hier unten. 5 Stationen sind es bis zum Roten Platz. Schon hier in der Metro bekommt Olga die ersten guten Wünsche, die ersten Blumen. Wildfremde Menschen bedanken sich bei ihr, weil sie Kriegsveteranin ist. So ist das am Siegestag. Überall in Moskau werden die Veteranen heute gefeiert. Heute ist ihr Tag. Für viele vielleicht die letzte große Siegesfeier, die sie noch miterleben. Wer Orden hat, legt sie an. Je mehr, desto besser. Dass viele von ihnen in Armut leben, dass manche seit Jahrzehnten auf die vom Staat versprochene Wohnung warten müssen, das zählt heute nicht. Wir freuen uns und wir sind stolz auf unser Land und auf uns selbst, dass wir überlebt haben, eine schreckliche Zeit überstanden haben. Und wir haben das Recht, uns zu freuen und stolz zu sein auf diesen Sieg. Man soll sich heute freuen, wie unser ganzes Land. Aber ich habe eine kleine Träne im Auge, weil so viele gestorben sind. Immer mehr Blumen bekommt Olga und ihre Schwestern auch, obwohl die gar nicht gekämpft haben. Längst ist der Siegestag auch zu einem Feiertag geworden, an dem man die Alten ehrt. All jene, die die schweren Kriegszeiten durchlebt haben, ob sie nun an der Front waren oder nicht. Ich möchte weinen vor Freude. Ich bin so gerührt. Selbst die Jugend ist in der richtigen Stimmung. Selbst kleine Kinder kommen und gratulieren. Und dann kann sie nicht mehr an sich halten. Aus unserem Interview mit Olga wird ein flammender Friedensappell. Der Frieden ist doch zerbrechlich. Alle Staaten müssen ihn achten. Wir dürfen nicht ständig lauern und denken, der andere sei der Feind. Das ist die einzige Lehre des Krieges, dass wir Frieden brauchen, weil Krieg schrecklich ist. Auch das ein Abenteuer. Jahrzehntelang war Olga nicht mehr hier unten. 5 Stationen sind es bis zum Roten Platz. Schon hier in der Metro bekommt Olga die ersten guten Wünsche, die ersten Blumen. Wildfremde Menschen bedanken sich bei ihr, weil sie Kriegsveteranin ist. So ist das am Siegestag. Überall in Moskau werden die Veteranen heute gefeiert. Heute ist ihr Tag. Für viele vielleicht die letzte große Siegesfeier, die sie noch miterleben. Wer Orden hat, legt sie an. Je mehr, desto besser. Dass viele von ihnen in Armut leben, dass manche seit Jahrzehnten auf die vom Staat versprochene Wohnung warten müssen, das zählt heute nicht.
Радость, гордость. Wir freuen uns und wir sind stolz auf unser Land und auf uns selbst, dass wir überlebt haben, eine schreckliche Zeit überstanden haben. Und wir haben das Recht, uns zu freuen und stolz zu sein auf diesen Sieg. Man soll sich heute freuen, wie unser ganzes Land. Aber ich habe eine kleine Träne im Auge, weil so viele gestorben sind. Immer mehr Blumen bekommt Olga und ihre Schwestern auch, obwohl die gar nicht gekämpft haben. Längst ist der Siegestag auch zu einem Feiertag geworden, an dem man die Alten ehrt. All jene, die die schweren Kriegszeiten durchlebt haben, ob sie nun an der Front waren oder nicht. Ich möchte weinen vor Freude. Ich bin so gerührt. Selbst die Jugend ist in der richtigen Stimmung. Selbst kleine Kinder kommen und gratulieren. Und dann kann sie nicht mehr an sich halten. Aus unserem Interview mit Olga wird ein flammender Friedensappell. Der Frieden ist doch zerbrechlich. Alle Staaten müssen ihn achten. Wir dürfen nicht ständig lauern und denken, der andere sei der Feind. Das ist die einzige Lehre des Krieges, dass wir Frieden brauchen, weil Krieg schrecklich ist. Am Ende bekommt Olga Fjodorowna Applaus. Vielleicht, weil sie eine von nur noch ganz wenigen ist. Eine, die weiß, wovon sie redet, wenn sie von Krieg spricht. Aber nicht nur deshalb ist sie heute aufgeregt. Olga Fjodorowna hat Reisefieber, denn bald geht sie auf große Fahrt nach Moskau zur Siegesfeier. Natürlich bin ich aufgeregt. Und wie? Ich war 20 Jahre nicht mehr dort. Ins Bolschoi-Theater möchte ich. Und wenn es keine Theatergarten gibt, dann wenigstens einmal in den Saal. Das haben wir immer so gemacht früher. Man fuhr nicht nach Moskau, ohne ins Theater zu gehen. Und an die Kremlmauer, da will ich auch hin. Dort sind alle begraben, alle meine Heiligen. Sie verstehen das nicht, sie sind bestimmt böse mit mir deswegen, aber für mich sind sie Heilige. Gagarin, unser erster Kosmonaut. Auch Stalin liegt da, alle großen Männer. Das will ich so gerne noch mal sehen. Сталин там. И, конечно, мне это очень хочется посмотреть. Auch Moskau hat seine Orden angelegt. Die ganze Stadt ist längst geschmückt für den großen Tag. 1945, in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai, hatten die Deutschen kapituliert. Und auch Jahrzehnte später bleibt der Siegestag einer der wichtigsten Feiertage für die Russen. Den Sieg von damals feiern sie bis heute als ihre Heldentat. Am Waldrand vor Moskau proben sie seit Wochen für den großen Tag. Genau so soll es am 9. Mai aussehen, bloß die Kulisse stimmt noch nicht. Auf den Roten Platz dürfen sie erst dann, wenn jeder Schritt sitzt. Stundenlang üben sie auf einem Flugplatz vor der Stadt. Immer dieselben Märsche. Auch das Limousinenballett will genau geprobt sein. In solchen Autos werden Verteidigungsminister und Moskauer Militärchef zur Siegesparade nach Moskau fahren. Vielleicht sogar dabei zu sein auf dem Roten Platz. Davon träumt Olga, seitdem sie aus dem Krieg zurück ist. Ну вот и в столицу, в Башу.
Olga, Lydia, Galia. Die drei Schwestern sind wieder zusammen. Das Abenteuer Moskau kann beginnen. Und da ist es ganz egal, wie das Wetter ist. Olga ist baff. Vieles in Moskau erkennt sie nicht wieder. Was sind denn das für Konstruktionen? Die habe ich alle noch nie gesehen. Um Gottes Willen, wer soll denn da wohnen? Nie würde ich da rein. Und wenn sie mir eine Wohnung schenken, da kannst du nicht mal ans Fenster gehen. Wenn du runterguckst, fällst du gleich raus. Große Güte. Moskau hat sich verändert, aber eine würdige Hauptstadt, findet Olga. Und dann, Regen hin oder her, reißt es sie einfach hin. Das alte Sowjetlied aus der Stalinzeit vom unbesiegbaren Moskau, das hat Olga schon als Soldatin gesungen. Zur Siegesparade nach Moskau fahren, vielleicht sogar dabei zu sein auf dem Roten Platz, davon träumt Olga, seitdem sie aus dem Krieg zurück ist. Die allererste Siegesparade fand 1945 schon 6 Wochen nach Kriegsende statt. Auf der Tribüne Josef Stalin, der oberste Kriegsherr, der Sieger. Das Sowjetvolk jubelt ihm zu. Auf einem weißen Turkmenenhengst nimmt Marschall Dschukow die Parade ab. Marschall Dschukow hatte in der Nacht zum 9. Mai die bedingungslose Kapitulation Hitler-Deutschlands entgegengenommen. Die Waffen des Weltkriegs, die T-34-Panzer, die Artillerie und die berüchtigten Katjuscha-Raketenwerfer, Stalin-Orgeln nannten die Deutschen sie. Großer Vaterländischer Krieg heißt der Zweite Weltkrieg in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion bis heute. Mehr als und wenn es keine Theaterkarten gibt, dann wenigstens einmal in den Saal. Das haben wir immer so gemacht früher. Man fuhr nicht nach Moskau, ohne ins Theater zu gehen. Und an die Kremlmauer, da will ich auch hin. Dort sind alle begraben, alle meine Heiligen. Sie verstehen das nicht, sie sind bestimmt böse mit mir deswegen, aber für mich sind sie Heilige. Gagarin, unser erster Kosmonaut. Auch Stalin liegt da, alle großen Männer. Das will ich so gerne noch mal sehen. Сталин там. И, конечно, мне это очень хочется посмотреть. Auch Moskau hat seine Orden angelegt. Die ganze Stadt ist längst geschmückt für den großen Tag. 1945, in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai, hatten die Deutschen kapituliert. Und auch Jahrzehnte später bleibt der Siegestag einer der wichtigsten Feiertage für die Russen. Den Sieg von damals feiern sie bis heute als ihre Heldentat. Am Waldrand vor Moskau proben sie seit Wochen für den großen Tag. Genau so soll es am 9. Mai aussehen, bloß die Kulisse stimmt noch nicht. Auf den Roten Platz dürfen sie erst dann, wenn jeder Schritt sitzt. Stundenlang üben sie auf einem Flugplatz vor der Stadt. Immer dieselben Märsche.
Auch das Limousinenballett will genau geprobt sein. In solchen Autos werden Verteidigungsminister und Moskauer Militärchef zur Siegesparade nach Moskau fahren. Vielleicht sogar dabei zu sein auf dem Roten Platz. Davon träumt Olga, seitdem sie aus dem Krieg zurück ist. Die allererste Siegesparade fand 1945 schon 6 Wochen nach Kriegsende statt. Auf der Tribüne Josef Stalin, der oberste Kriegsherr, der Sieger. Das Sowjetvolk jubelt ihm zu. In jedem Dorf gibt es deshalb ein kleines Heimatmuseum mit einer Abteilung über den Zweiten Weltkrieg. Überall ist man stolz auf seine Soldaten, die geholfen haben, den Feind zu besiegen. Das ist auch in Olgas Heimatdorf nicht anders. Stolz zeigt man den Schwestern die Ausstellung. Denn dort hängt auch ein Foto von Olga. Die kann das gar nicht glauben. Tatsächlich, das bin ich mit 2 Kameradinnen. Und dann schaltet jemand einen Kassettenrekorder ein mit einer historischen Aufnahme von damals. Die Radioansprache mit der Nachricht vom deutschen Angriff. Für Olga wie ein Déjà-vu. Bürger und Bürgerinnen, heute am 22. Juni 1941 um 4 Uhr in der Früh haben deutsche Truppen unser Land angegriffen. Ohne Kriegserklärung haben sie unsere Grenzen attackiert. Olga erinnert sich, als wäre es gestern gewesen. Und wir hatten an dem Abend Abschlussball. Am 22. Juni, Abschlussball für die 10. Klasse. An dem Tag, an dem der Krieg begann, sollten wir feiern. Zeigen Sie uns den nächsten Saal, sagt Olga. Bloß nicht zu lange weinen. Denn auch wenn es Krieg war, es war eine Zeit, an die sie sich manchmal auch gerne erinnert. Am nächsten Tag ist der Himmel wie blank geputzt über dem Kreml. Chemisch hat man die Wolken vertrieben, damit nichts die große Parade trübt. Zum Auftakt inspiziert der Minister die Truppen. Und die Limousinenchoreografie sitzt perfekt. Alles, wie es sein muss. Die Veteranen im Publikum sind zufrieden. Und auch sie zeigen, was sie seit Wochen geübt haben. 1000 so richtig nach seinem Geschmack. Weil er gut gemacht ist, weil ich ihm glauben kann. Der Story, den Rollen, weil ich mitleide mit dem Helden. Wissen Sie, wenn ich weinen kann, dann ist das ein guter Film. Dafür brauche ich kein Blut zu sehen, keine abgerissenen Beine, keine toten Kinder oder sowas. Davon hängt es nicht ab. Krieg ist immer ein schweres Thema. Erst recht, wenn es den eigenen Krieg betrifft, den deines eigenen Landes. André hat den eigenen Krieg gespielt, aber in ungewöhnlicher Rolle. Im Film Das Herz des Feindes spielt er Erik Lind, ein deutsches Fliegerass und ein guter Deutscher. Erik Lind lässt mitten im Krieg einen sowjetischen Gefangenen laufen. Aus Respekt. Denn der Gefangene ist selbst Jagdflieger. Erik und er haben sich am Himmel viele Kämpfe geliefert.
ein deutscher Soldat als positiver Held eines russischen Kriegsfilms. Das ist neu. Noch längst ist der Film nicht fertig. Im Tonstudio werden die Dialoge nachgesprochen. Скажи, что сбежал. Давай, давай, ты пилот, я пилот. В небе разберемся, кто лучше. Андрей fand das Drehbuch gleich gut, wegen der menschlichen Geschichte, sagt er. Были, да, но они сценарий не читали. Es gab Leute, die gesagt haben, wie kannst du sowas spielen? Aber die haben das Drehbuch nicht gelesen. Es geht doch nicht darum, dass man die Hitler-Faschisten gut findet oder verteidigt. Es geht um die menschliche Geschichte zweier junger Männer. Beide gute Flieger, beide müssen in den Krieg, ob sie wollen oder nicht. Die Fahrt von Sotschi nach Moskau dauert 26 Stunden. Zunächst geht es direkt an der Schwarzmeerküste entlang, dann durch den russischen Süden bis in die Hauptstadt. Einen Tag und eine Nacht ist der Zug unterwegs. Die Nacht haben Olga und ihre Schwester Galia schon hinter sich. Zwei Schwestern wie aus dem Bilderbuch. Ich habe gut geschlafen, ganz wunderbar. Wir haben das Licht ausgemacht und danach sofort geschlafen, sagt Galia. Bloß, dass meine Schwester erst noch lange mit dem Geschirr herumgemacht hat. Ich musste doch die Deckelchen abnehmen, weil es geklappert hat, so. Den Frühstückstee gibt's zum Siegestag kostenlos. Ein Geschenk der Eisenbahn an alle Kriegsveteranen, die in diesen Tagen reisen. Liga. Es geht darum, wie man in einen Krieg geraten kann. Und dass das Volk nicht schuld war am Krieg. Unseres nicht und das Deutsche auch nicht. So schnell wird der Film nicht in die Kinos kommen. Denn bislang hat sich kein Verleih gefunden, auch kein Fernsehsender. Durch die Blume habe man ihnen bedeutet, es sei noch ein wenig zu früh für einen solchen Film, sagt der Produzent Alexej Gasteev. Er sucht jetzt nach Partnern in Deutschland. Es war schnell klar, dass wir den Film auf keinen Fall im Umfeld des Siegestages zeigen können. Als wir den Rohschnitt vorgestellt haben, sagten manche sogar, wir beschmutzten das Andenken der Veteranen, weil unser Held ein guter Deutscher ist. Ich halte das für völlig übertrieben. Mir gefällt genau dieser neue Zugang. Seit der Kindheit kennen wir doch aus Filmen immer nur das Bild des bösen Deutschen, des brutalen Faschisten, der vor lauter Grausamkeit schon wieder komisch ist. Das ist das übliche Bild. Kirill Kozlov hat den Film geschnitten. Er findet, gerade jetzt müsste man ihn zeigen zur besten Sendezeit, quasi als Gegengift zu all dem Heldenkult um den Sieg der Sowjets. Solange die Menschen noch leben, die für uns gekämpft haben, muss man den Sieg natürlich feiern und die Veteranen ehren. Aber man darf auch nicht vergessen, warum wir den Sieg feiern. Weil ein Krieg zu Ende war. Ein Albtraum. Ich habe den Eindruck, statt dieser Rettung zu gedenken, und das war doch eine Rettung, machen wir daraus immer mehr eine große Prahlerei. Wir brüsten uns damit, dass wir die Stärkeren waren. Genau so entstehen doch neue Konflikte. То, что мы были сильнее. На самом деле так начинаются новые конфликты. Auf den Sieg gründet sich Russlands Nationalstolz. Das Weltkriegsthema prägt die gesamte Gesellschaft von klein auf. Jedes Schulkind weiß, dass man im Mai die Veteranen ehrt. Auch an dieser Moskauer Mittelschule haben sie Weltkriegsteilnehmer eingeladen. Die alten Kämpfer sollen den Kindern erzählen, wie es war an der Front. Ich übergebe an Generalleutnant Wladimir Ladina. Der Generalleutnant vergisst vor lauter Aufregung das Mikrofon. So viel hat er zu erzählen. Und dann berichtet er von seiner Fliegerdivision, davon, dass 29 von ihnen später den Heldenorden bekommen haben. Heute, sagt er dann, leben ja nur noch ganz wenige von uns. Danke, Kinder, dass ihr uns hört, dass ihr unsere Erinnerung immer noch am Leben haltet. Die Oberstufe muss derweil am kleinen Kriegsdenken.
Für den Sieg über Deutschland, dann der mit Lenin, die Orden von General Zhukov und die Medaillen da, die sind alle für Verdienste im Krieg an der Front. Und warum hängen auf der einen Seite mehr als auf der anderen? Das gehört so. Ich habe schon zwei mehr rübergehängt, wegen des Gleichgewichts. Aber das ist gegen die Regeln. Eigentlich müssen die auch dahin. Olgas Mann hatte noch mehr Kriegsorden. Seit seinem Tod lebt sie mit ihren Erinnerungen. 17 war sie, als sie in den Krieg zog. Den Teller mit ihrem Porträt hat sie bei einem Jubiläumstreffen der Kriegsveteranen bekommen. Das ist auch schon wieder 30 Jahre her, sagt sie. Zu Sowjetzeiten hatten Kriegsveteranen eine ganz besondere Stellung. Sie waren die Helden der ganzen Nation. Früher gab es Exkursionen für uns Kriegsveteranen. Nach Leningrad, nach Rybinsk, nach Jaroslawl. Überall hat man uns empfangen, hat uns die Stadt gezeigt. Aber dann kam die Perestroika. Dann brauchte uns niemand mehr. Und heute hat man uns vergessen. Nur einmal im Jahr erinnern sie sich. Es leben auch kaum noch welche von uns. 86 Jahre ist Olga Fjodorowna jetzt. Herrje, alles ist angebrannt. Übers Erzählen hat Olga Fjodorowna ganz den Kuchen vergessen. Das kommt davon, wenn man mit den Gedanken woanders ist. Wie spät ist es denn überhaupt? Das Häuschen am Hang hat Olga Fjodorownas Vater noch gebaut. Es steht in Sotschi im russischen Süden. Nach Kriegsende war die ganze Familie hierher gezogen. Heute lebt nur noch Olga hier. Der Blumengarten ist ihr Stolz. Seit dem Tod ihres Mannes ist Olga allein im Haus. Besuch bekommt sie nicht oft. Aber nicht nur deshalb ist sie heute aufgeregt. Olga Fjodorowna hat Reisefieber, denn bald geht sie auf große Fahrt nach Moskau zur Siegesfeier. Natürlich bin ich aufgeregt. Und wie? Ich war 20 Jahre nicht mehr dort. Ins Bolschoi-Theater möchte ich. Und wenn es keine Theaterkarten gibt, dann wenigstens einmal in den Saal. Das haben wir immer so gemacht früher. Man fuhr nicht nach Moskau, ohne ins Theater zu gehen. Und bei Volodya. Und bei Valentina. Seit 60 Jahren haben sie sich nicht mehr gesehen. Erinnerungen an jeder Ecke. Und die Erinnerung ist auch hier dominiert vom Krieg. Genau hier war die Post. Und daneben hingen diese großen Radiolautsprecher, über die immer die Reden aus Moskau übertragen wurden. Ich weiß wie heute, sie haben uns damals gesagt, wir sollen auf den Platz kommen, es gebe eine Durchsage. Alle waren wie hier. Dann knackte der Lautsprecher und eine Stimme sagte, Achtung. Alle standen wie angewurzelt, ganz still. Und wir hörten, dass die Deutschen uns in der Frühe angegriffen haben, dass wir im Krieg sind. Aus jedem russischen Ort, aus jedem Dorf, und sei es noch so klein, zogen damals Soldaten in den Krieg. In jedem Dorf gibt es deshalb ein kleines Heimatmuseum mit einer Abteilung über den Zweiten Weltkrieg. Überall ist man stolz auf seine Soldaten, die geholfen haben, den Feind zu besiegen. Das ist auch in Olgas Heimatdorf nicht anders. Stolz zeigt man den Schwestern die Ausstellung. Denn dort hängt auch ein Foto von Olga. Die kann das gar nicht glauben. Tatsächlich, das bin ich, mit zwei Kameradinnen. Und dann schaltet jemand einen Kassettenrekorder ein mit einer historischen Aufnahme von damals.
Может. Советского информбюро. Ой, девчонки. Die Radioansprache mit der Nachricht vom deutschen Angriff. Für Olga wie ein Déjà-vu. Bürger und Bürgerinnen, heute am 22. Juni 1941 um 4 Uhr in der Früh haben deutsche Truppen unser Land angegriffen. Ohne Kriegserklärung haben sie unsere Grenzen attackiert. Атаковали наши границы во многих местах. Нам сказали. Ольга erinnert sich, als wäre es gestern gewesen. В этот день у нас был... Die Radioansprache mit der Nachricht vom deutschen Angriff. Für Olga wie ein Déjà-vu. Bürger und Bürgerinnen, heute am 22. Juni 1941 um 4 Uhr in der Früh haben deutsche Truppen unser Land angegriffen. Ohne Kriegserklärung haben sie unsere Grenzen attackiert. Атаковали наши границы во многих местах. Нам сказали. Ольга erinnert sich, als wäre es gestern gewesen. В этот день у нас был выпускной вечер. Und wir hatten an dem Abend Abschlussball. Am 22. Juni. Abschlussball für die 10. Klasse. An dem Tag, an dem der Krieg begann, sollten wir feiern. Zeigen Sie uns den nächsten Saal, sagt Olga. Bloß nicht zu lange weinen. Denn auch wenn es Krieg war, es war eine Zeit, an die sie sich manchmal auch gerne erinnert. Am nächsten Tag ist der Himmel wie blank geputzt über dem Kreml. Chemisch hat man die Wolken vertrieben, damit nichts die große Parade trübt. Zum Auftakt inspiziert der Minister die Truppen. Und die Limousinenchoreografie sitzt perfekt. Alles, wie es sein muss. Die Veteranen im Publikum sind zufrieden. Und auch sie zeigen, was sie seit Wochen geübt haben. Tausende Soldaten im Gleichschritt. Exakt 120 Schritte pro Minute. Und dann einer der Höhepunkte der Parade. Ein weißer Turkmenenhengst. Und zwar ein direkter Nachfahre des Pferdes, auf dem damals General Zhukov die erste Parade abnahm. Auch in der Luft wird paradiert. Formationsflug über dem Roten Platz. Auch das größte Transportflugzeug der Welt ist dabei. In Filmen über die glorreiche Sowjetarmee. Der große Vaterländische Krieg als Sternstunde der Sowjetgeschichte. Der Schauspieler Andrei Tschadow ist auf dem Weg ins Tonstudio. Auch er hat in einem Film über den Zweiten Weltkrieg mitgespielt. Sie haben gerade erst abgedreht. Ein Film so richtig nach seinem Geschmack. Weil er gut gemacht ist, weil ich ihm glauben kann. Der Story, den Rollen, weil ich mitleide mit dem Helden. Wissen Sie, wenn ich weinen kann, dann ist das ein guter Film. Dafür brauche ich kein Blut zu sehen, keine abgerissenen Beine, keine toten Kinder oder sowas. Davon hängt es nicht ab. Krieg ist immer ein schweres Thema. Erst recht, wenn es den eigenen Krieg betrifft. Den deines eigenen Landes.
Андрей hat den eigenen Krieg gespielt, aber in ungewöhnlicher Rolle. Im Film Das Herz des Feindes spielt er Erik Lind, ein deutsches Fliegerass. Und ein guter Deutscher. Erik Lind lässt mitten im Krieg einen sowjetischen Gefangenen laufen. Aus Respekt. Denn der Gefangene ist selbst Jagdflieger. Erik und er haben sich am Himmel viele Kämpfe geliefert. Ein deutscher Soldat als positiver Held eines russischen Kriegsfilms. Das ist neu. Noch längst ist der Film nicht fertig. Im Tonstudio werden die Dialoge nachgesprochen. Андрей fand das Drehbuch gleich gut, wegen der menschlichen Geschichte, sagt er. Es gab Leute, die gesagt haben, wie kannst du sowas spielen? Aber die haben das Drehbuch nicht gelesen. Es geht doch nicht darum, dass man die Hitlerfaschisten gut findet oder verteidigt. Es geht um die menschliche Geschichte zweier junger Männer. Beide gute Flieger, beide müssen in den Krieg, ob sie wollen oder nicht. Die Fahrt von Sotschi nach Moskau dauert 26 Stunden. Zunächst geht es direkt an der Schwarzmeerküste entlang, dann durch den russischen Süden bis in die Hauptstadt. Einen Tag und eine Nacht ist der Zug unterwegs. Die Nacht haben Olga und ihre Schwester Galia schon hinter sich. Zwei Schwestern wie aus dem Bilderbuch. Ich habe gut geschlafen, ganz wunderbar. Wir haben das Licht ausgemacht und danach sofort geschlafen, sagt Galia. Bloß, dass meine Schwester erst noch lange mit dem Geschirr herumgemacht hat. Ich Mutter. Für Russland und für Olga Fjodorowna. Die gute Jacke holt Olga Fjodorowna nur einmal im Jahr aus dem Schrank. Immer in der ersten Maiwoche, wenn es Zeit ist, die Orden zu polieren. Mit Zahnputzpulver macht Olga Fjodorowna das, damit sie zum Siegestag schön glänzen. Dieser hier mit dem Stalin drauf ist ihr besonders lieb. Das Recht war mit uns, steht da. Wir haben gesiegt. Für den Sieg über Deutschland, dann der mit Lenin, die Orden von General Zhukov und die Medaillen da, die sind alle für Verdienste im Krieg an der Front. Und warum hängen auf der einen Seite mehr als auf der anderen? Das gehört so. Ich habe schon zwei mehr rübergehängt, wegen des Gleichgewichts. Aber das ist gegen die Regeln. Eigentlich müssen die auch dahin. Olgas Mann hatte noch mehr Kriegsorden. Seit seinem Tod lebt sie mit ihren Erinnerungen. 17 war sie, als sie in den Krieg zog. Den Teller mit ihrem Porträt hat sie bei einem Jubiläumstreffen der Kriegsveteranen bekommen. Das ist auch schon wieder 30 Jahre her, sagt sie. Zu Sowjetzeiten hatten Kriegsveteranen eine ganz besondere Stellung. Sie waren die Helden der ganzen Nation. Früher gab es Exkursionen für uns Kriegsveteranen. Nach Leningrad, nach Rybinsk, nach Jaroslawl. Überall hat man uns empfangen, hat uns die Stadt gezeigt. Aber dann kam die Perestroika. Dann brauchte uns niemand mehr. Und heute hat man uns vergessen. Nur einmal im Jahr erinnern sie sich. Es leben auch kaum noch welche von uns. 86 Jahre ist Olga Fjodorowna jetzt. Herrje, alles ist angebrannt. Übers Erzählen hat Olga Fjodorowna ganz den Kuchen vergessen. Das kommt davon, wenn man mit den Gedanken woanders ist. Wie spät ist es denn überhaupt? Ай-яй-яй,
Das Häuschen am Böse mit mir deswegen, aber für mich sind sie Heilige. Gagarin, unser erster Kosmonaut. Auch Stalin liegt da, alle großen Männer. Das will ich so gerne noch mal sehen. Stalin там. И, конечно, мне это очень хочется посмотреть. Auch Moskau hat seine Orden angelegt. Die ganze Stadt ist längst geschmückt für den großen Tag. 1945, in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai, hatten die Deutschen kapituliert. Und auch Jahrzehnte später bleibt der Siegestag einer der wichtigsten Feiertage für die Russen. Den Sieg von damals feiern sie bis heute als ihre Heldentat. Am Waldrand vor Moskau proben sie seit Wochen für den großen Tag. Genau so soll es am 9. Mai aussehen, bloß die Kulisse stimmt noch nicht. Auf den Roten Platz dürfen sie erst dann, wenn jeder Schritt sitzt. Stundenlang üben sie auf einem Flugplatz vor der Stadt. Immer dieselben Märsche. Auch das Limousinenballett will genau geprobt sein. In solchen Autos werden Verteidigungsminister und Moskauer Militärchef die Parade abnehmen. Beim allerersten Mal 1945 saß man noch auf Pferden. Aber die Choreografie war dieselbe. Olga Fjodorowna hat vor der großen Reise noch viel zu tun. Den Garten muss sie versorgen. Zwei Wochen werden ihre Pflanzen ohne sie auskommen müssen. Gießen soll die Nachbarin. Olga hat ihr schon einen genauen Plan geschrieben. Aber Gießen allein reicht nicht. Ihr blüht ja schon, meine Guten. Und ihr habt schon kleine Gürkchen angesetzt. Ach, wie hübsch ihr seid. Die Oberstufe muss derweil am kleinen Kriegsdenkmal die Wachablösung nachspielen. Begeistert sehen sie nicht aus, aber keine Frage, sie machen mit. Der Siegestag ist heilig. Man muss sich erinnern, um ein Mensch zu bleiben. Wer nach vorne schauen will, muss seine Vergangenheit kennen. Und er muss sie ehren. Nur dann kann es eine gute Zukunft geben, eine gesunde Zukunft und Frieden. Dann gibt es keine Russen, keine Deutschen, keine Chinesen. Es gibt nur Menschen, Frauen, Männer, Kinder und Alte. Am Ende gibt es Blumen. Danke, dass ihr für uns gesiegt habt. Das können schon die Kleinsten sagen. Die Klassen 10 und 11 werden an dieser Schule gemeinsam in Geschichte unterrichtet. Im Museumszimmer. Ein kleines Militärmuseum haben sie eingerichtet zum Gedenken an den Weltkrieg. Pünktlich zum Siegestag geht es um Stalin. Dessen Rolle in der Geschichte ist für viele Russen noch immer nicht geklärt. Stalin hat Kritiker und Bewunderer, sagt die Lehrerin. Wir wollen besprechen, warum das so ist. Tatsächlich, Josef Stalin, der Millionen von Menschen ermorden ließ oder in Straflager geschickt hat,
wird auch in dieser Schulklasse längst nicht nur negativ gesehen. Stalin hat Fehler gemacht, ja, er war grausam, aber er hat den Krieg gewonnen. Alle reden von den schrecklichen Repressionen. Die waren nötig. Sie haben nicht nur Unschuldige getroffen, sondern Verbrecher. All den Schmutz, der gestört hat, das Land groß zu machen. Ich kann nicht sagen, ob ich ihn positiv oder negativ finde. Einerseits hat er das Land aufgebaut und groß gemacht. Auf der anderen Seite stehen Millionen Opfer. Sie waren der Preis für den Erfolg. Und in gewisser Hinsicht war dieser Preis vielleicht auch zu hoch. Bei unserer kleinen Umfrage findet nur knapp die Hälfte der Schüler Stalin eindeutig negativ. Ebenso viele meinen, er hätte auch gute Seiten gehabt. Die beiden Geschichtslehrerinnen der Schule verstehen die Welt nicht mehr. Erklärungsversuche. Es soll cool sein, Stalin zu verteidigen. Vielleicht sagen sie das einfach deshalb, weil sie gegen die anderen sein wollen, gegen uns. Ihr findet Stalin blöd, deshalb finden wir ihn erst recht gut. Dabei müssten doch wir diejenigen sein, die Stalin verteidigen. Wir sind mit Sowjetideologie erzogen. Als wir von Stalins Verbrechen erfuhren, war das ein Und dann, Regen hin oder her, reißt es sie einfach hin. Das alte Sowjetlied aus der Stalinzeit vom unbesiegbaren Moskau, das hat Olga schon als Soldatin gesungen. Zur Siegesparade nach Moskau fahren, vielleicht sogar dabei zu sein auf dem Roten Platz, davon träumt Olga, seitdem sie aus dem Krieg zurück ist. Die allererste Siegesparade fand 1945 schon 6 Wochen nach Kriegsende statt. Auf der Tribüne Josef Stalin, der oberste Kriegsherr, der Sieger. Das Sowjetvolk jubelt ihm zu. Auf einem weißen Turkmenenhengst nimmt Marschall Dschukow die Parade ab. Marschall Dschukow hatte in der Nacht zum 9. Mai die bedingungslose Kapitulation Hitler-Deutschlands entgegengenommen. Die Waffen des Weltkriegs, die T-34-Panzer, die Artillerie, und die berüchtigten Katjuscha-Raketenwerfer, Stalin-Orgeln nannten die Deutschen sie. Großer Vaterländischer Krieg heißt der Zweite Weltkrieg in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion bis heute. Mehr als 20 Millionen Sowjetbürger kamen ums Leben. Kein Land hatte mehr Opfer zu beklagen. Der Krieg steckt diesen Männern noch in den Knochen, doch der Feind ist besiegt. Die Kriegsstandarten der Deutschen, Stalin ließ sie sich zu Füßen werfen. Das Symbol eines bitter erkämpften Sieges. Unterwegs von Moskau Richtung Norden. Die drei Schwestern haben vor dem großen Siegestag noch ein strammes Programm. In diesem Dorf bei Jaroslawl sind sie aufgewachsen. Erst nach dem Krieg zog die Familie Simul von hier weg. Keine der drei war seitdem je wieder hier. Schön machen für die alte Heimat. Ob die